Herzlich willkommen zurück bei Shellshock Live im Reborn gegen einen Level 44. Jetzt kann ich mal kurz das Tab-Menü drücken. Man sieht hier das Profilbild. Finde ich auch ganz interessantes Profilbild. Das Level, den Tank, also Blaubeer in dem Fall die Freunde. Dann gibt es halt immer gerade One-on-One spielen. Den Clan, ich bin im Clan, deswegen ist es hier frei. Aber beim anderen war der mir eigentlich Klammer gestanden. Eigentlich Klammer auf, eigentlich Klammer zu. Das ist jetzt anscheinend weg. Der Name, die HP. Ich habe zum Beispiel gerade einen Kassier, deswegen sind die HP halt, naja, weniger. 84 Wind, da bin ich immer drauf. Ach, 10 scheint da wenigstens drauf zu sein. Da wollte ich gar nicht hin, da wollte ich hin. 4 Armor hat er, also 1 wahrscheinlich geappt. Ich habe 0 Armor, Damage hat 32 gemacht. Das ist quasi 32 ist die Differenz von meinen 200 und halt 0 Kills, um das mal hier kurz zu zeigen. Das hat mir, finde ich, ganz geil. Das ist quasi so aus dazu, guter Überblick. Aber ich finde trotzdem, dass man HP und Armor zusammenfassen kann. Es sollte nicht so schwer sein zu implementieren. Ich sage immer implementieren, bla bla bla. Sagt als einer, der Informatik so halb bestanden hat. Also so unverdient bestanden hat, sage ich mal. Aber ich meine, der Typ hat der ganze Spieler entwickelt mit Serverstruktur, das sollte der schon hinbekommen, weil es nimmt sich ja nichts, ob ich jetzt Armor, HP habe oder kumuliert. Also kumuliert ist addiert, zusammengezählt. Warum denn? Weil du musst es halt dann da addieren, HP, Armor, 204 und so sehe ich direkt, okay, 204 hat er noch. Warum? Das ist doch... Können wir mal in die Kommis schreiben? Was auch mal in die Kommis schreiben können. Hier oben gibt es jetzt mal eine Umfrage. Ich hoffe, ich vergesse bei 1,28 ungefähr. 1,29. Ich sehe es zwar auf YouTube, Analytics und Statistiken, so ein Scheiß. Aber ich würde mal gern da wirklich Umfrageergebnis haben. Und zwar würde mich interessieren, auf welcher Zugriffsquelle ihr primär meine Videos schaut. Also jetzt, wenn er mal einsetzt auf dem PC schaut, aber das sonst halt auf dem Handy, dann kreuzt er natürlich nicht den PC an, weil er das gerade auf dem PC schaut, dann kreuzt er natürlich das Handy an. Weil primär, also wo ihr am häufigsten mal Folgen schaut, ob das jetzt Fernseh, PC, also Desktop wäre vermutlich heißen, oder halt Handy, Smartphone. Wow, und dann gibt es auch Ding mit Tablet, weil Tablet ist nämlich auch recht interessant. Geht nämlich um ein Ding, was er irgendwann in ein paar Monaten, ich sag's einfach mal in ein paar Monaten, können aber schon früher kommen, passieren können. Das interessiert mich einfach mal. Also Fernseh, PC / Desktop, dann Smartphone, Handy oder halt Tablet. Wie gesagt, Gründe dazu gibt es dann im Laufe der nächsten Zeit. Bitte mal teilnehmen, aber wo halt wirklich primär schaut, nicht wenn jetzt mal eine Folge auf dem Handy schaut, weil ihr halt irgendwie im Urlaub seid und habt da kein PC dabei, das zählt halt irgendwie nicht als primär, weil es ist halt einmalig. Primär ist wirklich am häufigsten, am meisten. Zum Beispiel bin ich einer, der wirklich alles auf dem PC schaut. Ich schaue echt nichts. Also ich sag mal, 99% schaue ich auf dem PC. Und auf dem Handy schaue ich mal nicht mal nachts im Bett und kann nicht pennen, dann schaue ich mal was auf dem Handy. Wenn wir aufpassen, mal kein Level-Up machen, ne? Und das geht's ja mit primär, wegen Leveln. Interessiert mich mal und interessiert auch... Ja, interessiert mich halt. Ja, XP Farm of Doom, hast recht, genau deswegen spiele ich es ja. Das ist jetzt ganz blöd, ich muss hier weg. Ja, diese vier Sachen gibt's, bitte mal teilnehmen. Das hat was, das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Das wird aber, ich nenne es mal, ja, ein Special, weil ich habe da was vor, aber das ist noch echt in der Planung und das ist noch lang nicht fertig. Noch lang nicht. Also das kann bis August, September, ich sage jetzt einfach mal August, kann das noch dauern, also 2 Monate wird es noch dauern, bin mir ziemlich sicher. Wann gibt es eigentlich Fleet, was ich dann gerade gesehen habe? Ach genau, der geht so runter, aber fliegt dann trotzdem noch gerade. Das ist nämlich ziemlich gerade. Ja, weil ich habe das nämlich schon mal gesehen, weil ich schon mal gefragt wurde, ob ich halt aber Fragen beantworten könnte. Es ging halt da um YouTube und Videos und ich sage jetzt einfach mal meinungsbildend oder hört sich jetzt blöd an, aber ich bin ja doch halt ein Kanal, der ein wenig größer ist. Habe ich mal so eine Umfrage mitgemacht. Was heißt mitgemacht? Vor einem guten Bekannten. Und da habe ich halt auch mal nachgeschaut, wie die, wo die Wiedergabequellen sind. Also Handy, PC, Fernseher etc. Kriegst du ja bei YouTube aber halt auch nicht verbindlich. Ne?
Haben wir ja ein Portal-Skillshot machen, wenn es geht. Ach, scheiße. Und das waren irgendwie 70-75%, glaube ich, auf dem Handy. Dann waren es 10-15% oder 20% waren dann PC und dann Tablet war noch irgendein Teil. Ich weiß es nicht mehr genau, es ist schon echt ein bisschen her. Kann sein, dass es sich ändert. Kann sein, dass ihr euch irgendwann, dass ihr euch jetzt noch keinen PC holt, aber halt, als ob, sondern später irgendwann. Aber das ist halt fürs Jetzige gedacht. Weil ich dachte, ich bin da irgendwas am Plan und dafür bräuchte ich eben ein paar von denen, ein paar von den Ergebnissen. Weil da halt einen groben Richtwert, ich nenne es mal groben Richtwert, ich glaube Level 71er war für Dual Roller oder so. Und wie gesagt, wenn ihr es verpasst habt, ihr könnt trotzdem ins Video reingehen, draufdrücken, die Infokarte leuchtet trotzdem oben auf. Dann einfach nur mal auf die Umfrage draufdrücken, die Ergebnisse gibt es dann, also ich sage euch die Ergebnisse schon, weil euch würde es vielleicht auch interessieren. Ich sage euch die Ergebnisse dann am Wochenende wahrscheinlich. Früher werde ich nicht zukommen, dann machen wir eine Hoverball. Ja, letzte Folge war ja von, naja, zwei Missionen geprägt, die ich selber bei mir nachschauen musste. Da gab es auch haufenweise Cuts. Ich habe 33 Minuten die Folge aufgenommen. Ich glaube, ich habe gerade mal, ja genau, 20 gesehen. Ich weiß da gar nicht mehr so genau. Muss ehrlich sagen, es gibt ja auch manchmal Folgen, wo ich sage, meh, war jetzt nicht so die geilste Aufnahme, die du jeweils hattest. Das war zum Beispiel so eine. Das war nicht die ganze Aufnahme. Die davor wird ein Level up gemacht, was viel zu schnell leider war. Ich hab's vercheckt, ich hab's zu schnell gemacht, ich weiß. Auf die Kommentare vom Stream kann ich nicht eingehen, weil ich das natürlich jetzt mich ja Uni und so jetzt nicht hochladen kann. Ich werde sowieso auf nächste Woche. Also ab nächsten Mittwochabend nämlich kann ich nichts aufnehmen. Also ich könnte schon aufnehmen, aber kann ich nicht so wirklich. Hört sich immer so blöd an, so nach dem Motto, was macht denn der Vogel da? Aber es geht wirklich nicht ab nächsten Mittwoch. Also ich habe Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und da ich jetzt am Montag Praktikum habe, somit bin ich früh nicht dann kann ich hochladen. Wenn es 5 oder 6 Folgen sein, die ich da aufnehme. Einfach auf dem Account am Stück 2 Stunden Aufnahmesession. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich sage, okay, Missionen von den 5 Folgen mache ich eine Folge, mache halt 10 Stück von den Missionen, also einen Block von den Missionen. Und fuck. Und dafür halt die anderen 4 Folgen möglich nur Reborn oder Deathmatch, je nachdem. Werde ich dann gucken, das ist dann wirklich. Das ist noch schlimmer das Wochenende wie bei Oster. Oster waren bis 3 oder 4 Folgen. Aber da ich das an dem Montag Praktikum habe und bin dann da bis 13 Uhr, auf jeden Fall, vor 13 Uhr bin ich nicht daheim. Schaffe natürlich da eine Folge aufzunehmen, die da noch hochzuladen. Ihr kennt ja meine Problematik. So, One Bones müssen wir auch geupgradet haben auf Rebounds. 3 HP zu 176, das läuft eigentlich ganz gut. Ich mache jetzt nur noch die Folge, da mache ich mal wieder. Mache wieder Pause. Driller. Wie gesagt, Rebound kannst du. Als Hochleveliger. Als ja, zum Hochleveliger, weil es ja trotzdem 10 Level weiter will ich. Trotzdem verlieren. Ich habe auch schon mal ein Rebound gegen Level 70er verloren vom 100er Account. Also gut. Muss überlegen, wann die Folge kommt, warte mal, wir haben. Warte mal, hier kurz, ich muss mal hier kurz finishen. Überlegen. Folge müsste Freitag sein, wenn ich mich nicht täusche. Dann kommt. Pass auf, Level Up. Weil ist halt echt. Jawohl, Feuerwerk ist am Start. Feuerwerk ist am Start. Vielleicht machen wir noch ein Level heute. Wir machen ja noch 2 Missionen dann danach. 382 ist wir kriegen jetzt noch welche wegen Win-Bonus und so. Danach ist Waterfighter, Tractors, Arrow und jawohl, dann kommen. Jetzt kommen einfach gute Waffen dann. Selbst Water Balloon kann auch mal 60 Schaden machen. Also ein Level geht auf jeden Fall heute noch. Jetzt kriegen wir noch Win-Bonus. Also wenn wir nochmal das Spiel gewinnen, dann haben wir ganz gute Karten. Ich werde auch tatsächlich die 1000 Gear save, habe ich 2500 schon mal save, weiß ich nicht, machen wir gleich noch als Freebands Upgrade. Ja, 1000 speichere auf jeden Fall, wir haben schon 100. Mach doch mal Faktor 9 jetzt von den Folgen, dann haben wir es. Und dann machen wir noch eins. Oh, doch nicht. Oh, hätte man ein bisschen mehr XP machen müssen. Na gut, das passt. Wir machen hier Tank Available. Ich habe gesagt, wir gehen auf das Fass da unten. Ich habe das GG jetzt vergessen. Twinkler. Können wir mal Richtung Sparkler abhängen, wenn es denn geht. Das Spiel mit oder gegen Komplex Ori gibt es vielleicht am Sonntag. Wolfenstein kommt jetzt am Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag kommt aber, glaube ich, Sonntag kommt als erste Folge.
Puh, die ist auch lang. Da kommt eine lange CS-Folge, dann kommt eine SSL-Folge und die, aber das ist ja trotzdem irgendwie ein Special, weil. Das ist halt doch ein Typ, der ist im globalen Rang extrem weit. Und von dem kennt er, den Typ kennt er, wenn er das Video kennt, Shoot Every Weapon, von dem auch die Idee kommt, die ich mir aufgefasst habe, ob ich das auch mal machen sollte. Deswegen auch mal die Frage. Und das waren 95% für ja. Mach das. Oder über 90 waren es auf jeden Fall. Wann ich das aufnehme, das muss ich aufnehmen. Ihr könnt auch mal schreiben, was er da für eine Art wollt. Soll ich es kommentieren? Soll ich mal einblenden, was der Maximalschaden ist? Oder soll ich überhaupt irgendwas sagen? Soll ich einfach Hintergrundmusik oder soll ich gar keine Musik laufen lassen? Soll das alphabetisch machen? Soll das machen nach Level freischalten? Also wie in der Statistik quasi drin steht? Keine Ahnung. Soll es wahrscheinlich erst, wie es in der Statistik steht, nach Level, dann Achievement-Waffen, dann Shop-Waffen? Oder mache ich es einfach alphabetisch, wie es da steht, quasi angefangen mit. Ist halt alphabetisch sortiert nach der letzten Stufe. Deswegen steht da 2012 auch ganz am Anfang. Obwohl die erste Stufe Bold heißt. Eigentlich bei B stehen müsste somit. Ist halt sortiert nach der Stufe, die höchste ist, die ihr habt. Also habt ihr zum Beispiel nur einen. Oh. Vielleicht durch den Wind? Ja, die zum Beispiel. Na, doch nicht. Habt ihr zum Beispiel nur jetzt. Das zum Beispiel eine Drenade. Steht ihr deutlich weiter hinten, ne? Wie bei einem, der den Grenade-Sturm hat, weil es halt G. GT ist halt doch, naja, sehr, sehr weit hinten, sag ich mal. Wenn das der Portal noch dazwischen wäre, ich hätte beides geschafft. Vielleicht krieg ich das mal zwei vielleicht nicht sogar. Ach, schade. Also das kann ich halt erst machen, wenn ich weiß, wie ich es machen will. Oder das dauert auf jeden Fall nur ein wenig, weil da ich jetzt eh nächsten Mittwoch bis nächsten Monat, also einfach übernächsten Monat, nicht so die Zeit habe. Ich bin jetzt auch jedes Wochenende nicht da. Ich will, wenn ich ja mal Wochenende da bin, dann mache ich erstmal Sonntag mal Formel 1, die 2 Stunden. Also das ist auf jeden Fall safe, 2 Stunden vor der Glotze mit Einführungsrunde und so, kommen wir für 2 Stunden zusammen. Dann will ich nochmal einen Stream machen und dann die Folgen und Upload ist nicht so geil und Handy. Ich habe schon mal. Also erst 3 Videos gingen ganz schnell. Bei der Mathe-Vorlesung, da geht es noch schneller. Warum? Weil. Mathe-Verlesen schreibst du eh durchgehend mit, bis schaffst du echt 90 Minuten nur durchgehen mit, dann läuft es nebenbei durch und dann ist auf einmal hochgeladen. Das ist halt sau, sau geil. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Und natürlich, ich bin jetzt, also ich war, wenn die Folge wirklich Freitag kommt, war ich gestern, vorgestern in der Uni. Heute ist mein Freier da. Oder gewesen, da kriegst du zum Beispiel Lightning, ist auch eine L-Waffe, auch weiterhin. Ist halt um 8 Uhr, wo es da losgeht. Muss mal kurz sozusagen. Ah, perfekt. 40 Grit, da seht ihr das. Grit ist voll, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich gritte, die ist halt noch nicht ganz so hoch. Das sind dann die anderen Felder außenrum. Also wäre das 60er. Oder habe ich mit Grit? Ah, doch, das ist 40er. Puh. Mini V10 Wind. Ist ja guter Wind. Aber nicht bei so einer Scheiße, die hier. Oh. Ja, wenigstens gegrittet auf mich. Und um 8 Uhr sind noch nicht so viele Leute in der Uni. Ich komme meistens eh früher wegen Verkehr und sowas. Aber wenn ich direkt dann um kurz vor 8 anfange. Ich habe halt Full Download. Und es ist ja auch der Upload schneller wieder Download. Warum? Weil halt viele, oder eigentlich hauptsächlich alle, hier da das im Internet ziehen, also quasi im Download sind und kaum einer im Upload ist. Da wird keiner irgendwas hochladen. Du musst ja kein YouTube-Video sein, kann auch irgendein Textdokument, ein Word-Dokument, irgendeine Datei, ein PDF sein. Macht halt da fast keiner, deswegen ist das Upload schneller. Und das ist, kommt natürlich mir zugute, weil ich mir einfach alles snaggen kann. Mir ist natürlich trotzdem übers Tablet geil, aber ich muss die alles immer aufs Handy ziehen. Es dauert auch sacklang, bis es immer auf dem Handy ist. Da wäre schon PC geiler. Es ist natürlich blöd zu sagen, okay, ich hole mir ein Tablet für 1000 Euro und lade dann damit nur hoch USB-Stick rein, hochladen über die ganze Zeit. Kannst du auch nicht machen. Geht auch auf dem Akku, muss auch den Akku halten. Wobei es nicht so viel ist. Handy geht jetzt damit nicht wesentlich leerer. Zwar schon wegen, weil ja doch was abverlangt, weil ich öfter mal auf den Bildschirm schaue und er trotzdem arbeiten muss. Prozessor und so. Aber wenn ich mir schon das Ding hole, dann eigentlich auch entscheiden. Wenn ich mir so ein Tablet, Laptop, Notebook, whatever. Das ist kein GG, Safecall nicht. Danach können wir noch ein Spiel machen. Ich glaube, die nächsten beiden. Okay, es kann der GG sein. Müssen wir mal 3 treffen oder einer Grid? Ach, der letzte Grid. Eins würde ich sagen, machen wir noch. 200 Böse, das geht ja eigentlich recht schnell. Langsam machen. Jawohl, Alter, nur mal XP-Farm auf Doom, ey. 31. Magnet ist nächstes Level.
Wir kriegen noch bei XP, vielleicht kommen wir noch unter 300, heute noch die zwei Missionen spielen. Das ist natürlich jetzt übertrieben, aber könnte was werden. Geht's da nicht richtig? Ach, Leute, Superfleet ist so spät erst, was er vorhin geschossen hat. Ja, 300, noch 36, brauchen wir 20 MVP. Ja, guck mal, fast unter 300. Wenn wir noch ein Spiel machen, können wir vielleicht unter 200, je nachdem, ob win oder lose. Juckt meine Nase, sorry dafür. Oh. Heavy Roller kommt auch bald, das ist gut. 40 Schaden, eigentlich safe, wenn man es mal so sieht. Da geben wir es wirklich auf ein Fuel, dass wir uns auch ein wenig bewegen können. Und dann stehen wir erstmal am Arsch der Welt. Ja, ein bisschen weiter kommen wir, man merkt's. Mit dem Ping anzufangen ist auch nicht so geil. Da wir, wo haben wir Pinger damals gehabt im LS? War das ein RB oder ein Deathmatch? Also wenn wir die Abkürzungen, wer neu dazukommt, die Abkürzungen, LS ist Livestream, RB ist Rebound und DM ist Deathmatch. Für mich ist das halt so eine Standardabkürzung schon geworden, also nach 300 Folgen kann ich die auch mal einführen. Ja, Max X beim Pinger. Pinger, ich glaube, das macht 30 Schaden Maximum. Die Stufe drauf macht 30, 40, macht die dann 66? Weil du weißt dann, aber in runtergesetzt der normale Pinger-Schaden. Lol. Ah, fuck my life. Da wäre das Portal sogar ziemlich geil gewesen. Ich wollte aber nicht mal durchschießen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte nicht mal durchschießen, aber es wäre geiler gewesen. Jetzt hat er mich mit seinem 3-Ball so zerfickt, dass ich jetzt echt nicht mal rauskomme aus der Scheißgrube. Wie gesagt, ich level halt so recht gut. Es kommen auch die Missionen, die ein bisschen mehr XP geben, auch wo ich Gegner killen muss. Das ist natürlich dann auch immer gut, wo ich natürlich XP bekomme und leveln kann, Waffen-Upgrades und sowas. Es kommt alles durch Missionen. Das machst du nebenbei, zwei Missionen immer. Dann geht es eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt schon im Block 3, müssen wir jetzt sein, ne? Oder Block 4? Wenn wir jetzt 10... Warte mal, 10 Folgen? Ja doch, glaube ich, sind jetzt im Block 3. Schau ich gleich mal nach, weil ich spiele gleich die Missionen nach dem Spiel. Ach scheiße, die Box. 17 Minuten stehen wir jetzt. Ja, es könnte länger dauern, weil das Spiel ist halt doch recht lang. Wenn ich aber zurückfalle, entferne ich halt noch länger, noch weiter von dem Spiel und gerade. Na gut. Aber das kann man wenigstens vielleicht treffen. Wie gesagt, FAs auf dem Account nehme ich das mal nicht an. Ich werde glaube ich allgemein keine annehmen, außer ich bin wirklich da Level 80, dann kann man es mal machen. Weil dann sind die Challenges halt doch da, dass man kann erstmal DD bekommen, dass man God Royce bekommt. Hat man den Nuke. Ich sehe es halt immer vom Nuke aus, weil das ist wirklich eine Waffe, die zerlegt dich halt sehr, sehr schnell, weil der Radius ist halt groß. Nuke triffst du. Na, jetzt sagt der das kaum trifft, wenn er es sagt. Nuke ist halt trotzdem aber eine Waffe, die du, die einen Radius hat. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Habe ich jetzt getroffen oder nicht? Sehr, sehr wahrscheinlich, dass du da triffst. Auch im RB da drauf, das triffst du eigentlich, außer du schießt wirklich sehr, sehr knapp drauf, das könnte gehen. Obwohl der Wind gut stand, muss sozusagen. Das hat funktioniert, das wundert mich selber wegen. Jetzt muss noch hochgehen. Jawohl. Schaut sehr geil aus, die Schussbahn. Bei ersten 3 XP. Ja, mehr Lack kann man nicht haben. Ich hatte jetzt tatsächlich in dem Spiel mit ihm. Ich hatte 2, 3 richtig gute Schüsse. Auch der. Er hatte den Sniper. Ich hab's ja schon gesehen am Anfang. Das könnte jetzt vielleicht sogar mal Mike Glück werden mit Kiste. Oh Gott. Haben wir beide nicht getroffen? Ich glaube, der hat ihn getroffen. Oh, Superkatze. 55 Schaden. Das könnte hart werden. Der hat zum Beispiel Gravies. Super Bande, bloß er steht, aber blöd. Also kann nichts dafür. Warum die Bande? Das wäre. Ich glaube, wenn es da knapp vorbei wäre, ich hätte runtergebaut, ich hätte eingeschlagen. Ich hätte 70, glaube ich, machen können. Obwohl ich halt Groy Witz hatte. Aber gut, wie gesagt, Update 18.06. Das ist ja genau das Wochenende, wo ich nicht kann. Warte mal, Bullshit. Doch, das ist nächsten Sonntag und das ist genau das Wochenende, wo ich nicht kann. Also. Wenn ich wirklich Montag und vielleicht auch noch Dienstag vorproduziere, dann. Und das Update kommt ohne Verschiebung. Dann kommt es wirklich spät. Nein, gehen wir mit dem Update, mit dem nächsten Update dann wahrscheinlich mit Richtung Prüfungsphase. Mitte Juli wird das Update wahrscheinlich kommen. Ende Juli ist Prüfungsphase. Gute Idee mit dem Regen. Bloß ist ja genau in die falsche Richtung gehen. Ah, das Problem jetzt habe ich erstmal ich.
Solche Schüsse immer nicht für ernst nehmen, wenn ich die probiere, aber die könnten dann funktionieren. Wenn ich stärker geschossen hätte, dann hätte ich es vielleicht geschafft, weil dann treffe ich mehr da auf, habe mehr Winkel nach, also der Öffnungswinkel da ist stärker und treffe dann vielleicht, ist möglich. Aber da wird man jetzt mal gar nicht so hart drauf. Also mein Handy wird langsam leer, weil ich den Timer mal laufen lasse. Wie oft kriege ich eigentlich noch eine Schlange? Schlange, wer es vom LS kennt, als ich im ersten Semester war, jetzt fühle ich mich als 2D geil, weil ich das echt den ersten Status weg habe. Nee, Schlange. Öfter mal im Stream erzählt über die Alte aus. Meine Mathe Übungsleiterin halt. Ich will es ja nochmal ausführen. War schlimm genug bei der. Ich ganz ehrlich, schlimmer als alle Mathelehrer, die ich in der Schule hatte. Es gab zwei schlimme und das hat es nochmal gedoppt. Weil der Lernstatus bei der war halt, also jetzt in der Uni war halt bei 0. Da habe ich mehr gegoogelt oder YouTube, allgemein Mathe-YouTuber gibt es ja da so ein, zwei. Jetzt habe ich halt in 8 Minuten verstanden, das ganze Thema, und in 90 Minuten Übung bei der sitzt da, schreibst aber, checkst nix. Also, ist ja wurscht. Man merkt vielleicht, ich habe keine Kommentare gelesen, deswegen weiß ich nicht, was ich sagen soll. Nein, ich habe wieder einen Schaden gemacht, der 103. Warum liege ich denn so weit vorne? Ich habe doch noch, ich habe doch erst 13. Master of Geometry, haben wir jetzt 100 Bumper Skill Shots? Oh, jawohl. Haben wir echt so viel jetzt gemacht in der letzten, in den zwei Spielen? Oder in dem Spiel? The fuck? Aber nicht so stark, ne? 5 Schaden. Also Mega Rainbow. Ja, gut, ich level da. Eigentlich level ich auf gar nichts. Deswegen auch Single Shot. Nicht Single Shot, One Web. Dass ich weiß, was. Dass das mal trotzdem upgraden, aber ich sage jetzt nicht, okay, ich will es unbedingt irgendwie in Zip haben. Weil ich auf dem Account, da werde ich ja nichts auf 100%. Gut, vielleicht Achievements, weil wenn ich jetzt da bis Level 80 natürlich mein Triple Play hätte und neben einer Schocker gewinne One-on-One oder sowas, dann kann man es machen. Naja, machen wir nicht, wir machen es nicht auf 100% Achievements, sonst sind wir auch Level 100. Weil ich das schon öfter mal gelesen habe, dass ich irgendwas falsch sage oder so. Ja, es kommt öfter vor, dass ich was falsch sage. Liegt aber meistens daran, dass ich schnell rede und gerade wenn ich Zahlen sage, sowas wie 1,82, 2,73, weißt, und dann denkst du auch an Rebound, dann verdauchst du mal ganz schnell. Oder auch Single Shot oder All Shot und One Web. Für mich ist Single Shot und One Web, da gerade schon wieder gemerkt, so ein Wenger, das ist ein wenig das Gleiche. Der kriegt halt statt vielen Waffen nur eine und das Schießen statt vielen halt auch nur eine. Es ist ja so vom Prinzip her das Gleiche. Also sorry, ihr habt jetzt auch, wo habe ich das gesagt? Ach, bei Wolfenstein habe ich gesagt, das kommt im August, das Video, obwohl es halt, obwohl ich halt Juni gemeint habe, wie ich da auf August kam, ich habe keine Ahnung. Nimm es mir nicht zu übel, das ist gerade bei vielen Projekten, die es nebenbei laufen hast, verwechselst du da mal irgendwas. Meistens verbessert sich, aber für die, die SSL spielen, die schreiben es meistens in die Kommentare, deswegen habe ich es auch gelesen. Oder ihr wisst selber, was ich eigentlich gemeint habe. So. Dann schauen wir mal, ob ich an die. Ich komme echt nicht an die Kiste, ne? Ach ja. Oh, das ist so schön. Als ob ich viermal Grit beim Zipper habe. Das habe ich nicht mal auf dem Main gehabt. Auf dem Main war gleich mein höchstes. 40 Schaden sind zweimal Grit. Ich wollte die Kiste doch noch haben, Mann. Bad Game. War noch zwei Missionen, dann mache ich GGBB. Ja, aber Leveler wird man nicht haben. 153. Ja, aber wir machen aber noch eins. Also Rebound lohnt sich. Ich werde es doch ein bisschen länger auch durchziehen, das RB. Dass wir da wirklich noch was rausholen. Zipper ist halt krank, ne? Den haben wir. Oh. Wir haben gleich ein Level übersprungen, oder? Das wurde jetzt mal nachträglich gezählt. Ja, Mama. Nächste Spalte, also wenn wir so bei Schrapnell angekommen sind. Ja, tut mir leid, Mate. Aber ich muss noch zwei Missionen machen. Dadurch, dass ich nicht weiß, was wir noch upgraden. Bei welcher Block ist das jetzt? 1 Tank am Wargames? Shell Bische. Also eigentlich der dritte, ne? 90 Degrees. 2 Missions, ich weiß es nicht. Wenn natürlich immer Tanks killen sind, damals halt immer interessant. Wir haben jetzt aber trotzdem eine Subs. Müssen wir mal probieren, jetzt sind es zu Ende. Wir haben das 100 HP, das ist gut.
Machen da die coolen Treffer schon mal beide. Wenn der jetzt auf 95 drückt, dann bringt es mal nicht so viel. Aber unsere Crit-Chance ist halt auf Faktor 2, aber nicht halt voll gelevelt. Das wird 48er, 24er bloß. Gut, EQ ist eher schon mal down, er hat 10, hat er noch 90. Ich glaube, in der Mission habe ich echt dabei gebraucht. Das Problem ist halt jetzt bei der Mission auch. Ich bin runtergebaut und habe halt nicht auf Fuel, sondern halt auf den Spritstand gelevelt. Das kostet mich gerade wahrscheinlich. Ja, ich komme nämlich nicht hoch. Das meinte ich nämlich genau gerade. Wir können einen Reuenbau benutzen. Wo ich einen Winkel einstellen muss, da können wir eigentlich mal eine Palme verschwenden. Wirklich, ich sage es mit Absicht verschwenden, weil ich nämlich die Tadpoles treffen will. Aber das war sogar ziemlich gut. 15 Schaden. 75 wären die Tadpoles, also die Spreuen heftigst. Ah, oh Gott, bitte jetzt kein Megatunnel, das kann mich voll zerficken. Alter. Machen wir plus 1. Ja, doch, Spreu ziemlich stark. Aber macht halt immer 10 Schaden, ne? Wenn's, das ist halt Distanzwaffe. Ja, nochmal, jetzt fehlt der Grid. Jetzt haben wir noch 5 Dinger. Das kann man eigentlich mit dem Reuenbau machen. Aber ich glaube, ich nehme nochmal Tadpoles allein fürs Leveln und fürs Deathmatch dann, dass wir halt Frogs haben. Ich meine, die Kills zählen ja für die Achievements und und allgemein die Waffen ab Kreuz. Ne? 2 Kills wieder gemacht. Wir können ja mal gucken, wenn wir die nächste Mission noch haben. Ich stoppe jetzt einfach schon mal die Stoppuhr hier beim Handy, wird sonst leer. Ich hab Bock drauf, wir haben 1 Uhr 8, by the way. Jetzt machen wir mal Level 33. Ey, wie viel Level haben wir jetzt eigentlich gespielt? Ich muss da mal die Screenshots anschauen. 8000 XP, noch 2000 XP bis zur 10.000 Marke, dann krieg ich mal Needler und irgendwo XP halt noch. Dann kommt Driller, ja, Bounder, Silly, Napalm, Firestorm kommt, glaube ich, bei 46? Ich weiß es nicht. Mulli ist jetzt nicht der höchste, 99 mit Tadpoles, das war gut, Richtung Frogs. So, Reine Daddy, die dauert nicht lang, die Mission. Einmal richtig treffen, wir haben aber halt auch keinen Hagel. Ich glaube, wo war der erste Schuss dahin oder so? Oder der letzte in dem Fall? Wir gritten halt gar nicht, ne? Ja, nimmt den mit zu. Ah, das war gut. Weil wir müssen weiter nach. Machen wir mal 1, 2. Ja, du hast 3, ne? Beide getroffen. Jetzt müssen wir wieder. Gehen wir ein wenig zurück. Machen wir mal 4 zurück. Müssen wir eigentlich treffen und killen. Das sind so chillige Missionen. Du levelst den Regen richtig heftig. Haben wir den eigentlich schon unlocked? Ich glaube nicht. Ich glaube, der kommt erst deutlich später. Du machst ja dann noch 4 Kills mit Regen. 100 Schaden, 120 sogar, also jeder 30 HP. Das nimmst du halt geschenkt mit, ne? Gibt's doch bei Regen 158 XP, das nimmst du mit. Das ist gut. So, dann machen wir hier Tank, 2 Available. Grid oder Farm, wir haben 2 Stück, wir können hier machen. Oder machen die beiden für einen Spritstand, wir können aber auch Grid machen, dass wir halt mehr Wahrscheinlichkeit haben. Increases, also erhöht die Chance auf einen Grid. Also auf einen Critical Hit, halt einen Crit-Treffer. Wäre schon geil, ich würde auch mal ein wenig rausbewegen, gerade für die Missionen. Ich meine, wir steigen eh noch ein wenig, ne? So, ist jetzt wurscht. Was ich jetzt nachschauen wollte, war, wenn man mal Regen bekommt. Der ja voll gut ist, bekommt man bei. Haben wir den schon? Da bekommt man dann 44, den haben wir ja bald. Sticky Bomb bei 42, also wenn wir bei 40 sind, dann bin ich schon zufrieden, aus dem wirklich niedrigen Bereich sind wir jetzt raus. Next Mega Digger, 900 bloß? Schmalschamp 6000. Ja gut, das war's. Nächsten beiden Missionen sind Sharpshooting und Firework ist eine gute Sache. Level 30 Kopf hat man jetzt auch noch nie, ne? Haben wir gerade das unlocked. Ach, ich wollte noch die Wins nachschauen. 30 Wins, also bald gibt's Shockshell, dann irgendwann kommt auch Flintlock. 43 Runden gespielt, 500 XP gibt es. Und wir wollten die Kills dann nachschauen. Mission Nummer 23 oder da Pfeffer gibt es bald. XP 8000. Gebe ich gesagt, 2 Leute treffen, müssen wir 4 gegen 4 Deathmatch spielen. Das machen wir später. Das kommt auf jeden Fall. Chicken Fling. 100 Times, also Madbirds kommt auch irgendwann. 26 Kills haben wir. Und dann passt es auch ganz gut. 1000 brauchen wir, allein durch die Missionen schaffen wir das. Checken wir mal kurz unsere geile Lobby ab, ob da wieder irgendwelche Leute online sind, die man. Den man joinen muss, kann, soll. Also meistens, wenn er, ne, wenn er so Lobby habt, ne, bringt ihr auf dem Account nichts, weil steht Level 100er Game mit 4,08 rüber und dem müsst ihr joinen. Da habt ihr meistens einen guten Spieler, der hoch im globalen Rang ist. An der Stelle aber vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich würde mal sagen, bis Level. Bis 10.000 XP machen wir mal Rebound jetzt. Also, sagen wir bis Level 38. Das sind bloß noch 2.000 XP. Ihr habt ja gerade gesehen, wir sind gerade 2 Level gestiegen. Das dauert nicht lang. Das sind vielleicht jetzt noch 4 Folgen. 3, 4, 5 Folgen oder so. Das weiß ich nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in SSL im Rebound. Bis dahin. Haut rein.